Ein schrecklich böser Hexenmeister sucht die perfekte Braut. Endlich eine Geschichte über dich, Gnieche. Ein böser Hexenmeister steht doch hier. Oder meinst du mich, die Braut? Doch die Auserwählte weiß sich zu wehren. Wie? Das erfahrt ihr hier bei Märchen Märchen. Es war einmal ein Hexenmeister, der nahm die Gestalt eines armen Mannes an, ging vor die Häuser und bettelte und fing die schönen Mädchen. Kein Mensch. Moment mal, worum geht's in dieser Geschichte? Ich weiß auch noch nicht. Ich nehme alles, was ich zu dir gesagt habe, zurück und bin total wach und gespannt jetzt. Danke. Kein Mensch wusste, wo er sie hinbrachte, denn sie kamen nimmermehr wieder zum Vorschein. Endlich so ein Mord-Podcast-Märchen-Ding. Ja, Jack the Ripper vielleicht. Eines Tages erschien er vor der Türe eines Mannes, der drei schöne Töchter hatte. Als armer, schwacher Bettler. Und trug eine Kötze auf dem Rücken. Was denn das? Das ist so ein großer Korb. So ein Rucksack? So Holz sammeln und so, genau. Als wollte er milde Gaben darin sammeln. Er bat um ein bisschen Essen. Und als die Älteste herauskam und ihm ein Stück Brot reichen wollte, rührte er sie nur an und alsbald musste sie in seine Kötze springen. Das muss auch ein sehr großer Rucksack sein. Ne, ist halt so ein Weidengeflecht, ne, denke ich mal. Dann eilte er mit starken Schritten fort und trug sie durch einen finstern Wald in sein Haus, wo alles prächtig war. Da gab er ihr, was sie nur wünschte und sprach: Es wird dir wohlgefallen bei mir, denn du hast alles, was dein Herz begehrt. Das dauerte ein paar Tage. Da sagte er: Ich muss fortreisen und dich eine kurze Zeit allein lassen. Da sind die Hausschlüssel. Du kannst überall umhergehen und alles sehen, nur nicht in eine Stube, die dieser kleine Schlüssel ausschließt. Das verbiete ich dir bei Lebensstrafe. Auch gab er ihr ein Ei und sprach: Das verwahre mir sorgfältig und trag es lieber beständig bei dir, denn ginge es verloren, so würde ein großes Unglück daraus entstehen. Kann die nicht einfach nach Hause gehen? Ich weiß nicht. Und warum gibt ihr denn den Schlüssel zu dem Zimmer, wo sie nicht rein soll? Was ist das Unglück, was da drin ist? Wahrscheinlich ein Märchen. Nee, eine Pfanne. Eine Pfanne? Ja, für das Ei. Nee, ich meine, ach so, Als er aber fort war, konnte sie der Neugierde nicht widerstehen. War da so klar? Und nachdem sie das ganze Haus von unten bis oben durchsucht hatte, ging sie auch zu der verbotenen Türe und öffnete sie. Wie erschrak sie aber, als sie hineintrat. Da stand in der Mitte ein großes blutiges Becken. Und dann lagen tote, zerhauene Menschen. Red weiter, ist gut. Sie erschrak so sehr, dass das Ei, das sie in der Hand hielt, hineinplumpte. In die ganzen toten Menschen mit dem ganzen... Zwar holte sie es geschwind wieder heraus und wischte das Blut ab, aber es half nichts. Es war ein hartgekochtes Ei, verstehe. Aber es half nichts, denn es kam den Augenblick wieder zum Vorschein. Sie wischte und schabte, aber sie konnte es nicht herunterkriegen. Nicht lange, so kam der Mann von der Reise zurück. Und das Erste war, dass er Schlüssel und Ei zurückforderte. Sie reichte es ihm mit Zittern hin. Er betrachtete beides genau und sah wohl, dass sie in der Blutkammer gewesen war. Da sprach er: Bist du gegen meinen Willen in die Kammer gegangen? Nee, nur aus Versehen hast du die Tür aufgeschlossen, bin da so reingelaufen. So sollst du jetzt gegen deinen Willen wieder hinein. Dein Leben ist zu Ende. Er zog sie an den Haaren hinein, zerhackte sie, dass ihr rotes Blut auf die Erde floss und warf sie zu den übrigen ins Becken. Knie? Ja. Ich finde das voll gut. Was? Das geht richtig mal ab. Was? Soll ich weiter vorlesen? Du siehst so aus, als hättest du Angst. Ja, es ist auch ganz schön brutal. Ach. Das endet bestimmt gut. Jetzt will ich mir die zweite holen, sprach der Hexenmeister.
gierig wieder in Gestalt eines armen Mannes vor das Haus und bettelte. Da brachte ihm die zweite ein Stück Brot. Er fing sie wie die erste durch bloßes Anrühren und trug sie hinaus. Es erging ihr wie ihrer Schwester. Sie ließ sich von ihrer Neugierde verleiten, öffnete die Blutkammer und schaute hinein und musste es bei seiner Rückkehr mit dem Leben büßen. Und da wird jetzt gar nichts mehr erzählt, sondern einfach nur zackig durch? Mal sehen, was bei der dritten passiert. Denn er ging nun und holte die dritte. Die aber war klug und listig. Als er ihr die Schlüssel und das Ei gegeben hatte und fortgereist war, verwahrte sie das Ei erst sorgfältig und dann ging sie in die verbotene Kammer. Ach, was erblickte sie. Ihre beiden lieben Schwestern lagen da in dem Becken, jämmerlich ermordet und zerhackt. Aber sie hub an und suchte ihre Glieder zusammen und legte sie zurecht. Kopf, Leib, Arm und Beine. Oh, die ist Gott. Ja drauf, nicht schlecht. Ja. Okay, und was passiert jetzt? Und als nichts mehr fehlte, da fingen die Glieder an, sich zu regen und schlossen sich aneinander. Und beide Mädchen öffneten die Augen und waren wieder lebendig. Hoffentlich hat sie alles richtig hingelegt, nicht, dass die eine den Arm von der anderen hat und so. Das wäre wirklich, vielleicht freut sie sich sogar, ich weiß nicht. Da freuten sie sich, küssten und herzten einander. Der Mann forderte bei seiner Ankunft gleich Schlüssel und Ei. Und als er keine Spur von Blut daran entdecken konnte, sprach er, du hast die Probe bestanden. Du sollst meine Braut sein. Und was du verlangst, das will ich tun. Wohlan, antwortete sie. Du musst vorher einen Korb voll Gold meinem Vater und meiner Mutter bringen und musst es selbst auf deinem Rücken hintragen. Derweil will ich die Hochzeit bestellen. Dann lief sie zu ihren Schwestern, die sie in einem Kämmerlein versteckt hatte, und sagte, der Augenblick ist da, wo ich euch retten kann. Der Bösewicht soll euch selbst forttragen, aber sobald ihr zu Hause seid, sendet mir Hilfe. Sie setzte beide in einen Korb und deckte sie mit Gold ganz zu, dass nichts von ihnen zu sehen war. Dann rief sie den Hexenmeister herein und sprach, nun trag den Korb fort, aber dass du mir unterwegs nicht stehen bleibst und ruhest. Ich schaue durch mein Fensterlein und habe Acht. Der Hexenmeister hob den Korb auf seinen Rücken und ging damit fort. Er drückte ihn aber so schwer, dass ihm der Schweiß über das Angesicht lief. Da wollte er sich ein wenig ruhen, aber gleich rief eine im Korbe, »Ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, dass du ruhst. Willst du gleich weiter?« »Das glaube ich nicht, dass die das schaffen, den Hexenmeister zu verarschen.« Er meinte, die Braut rief ihm das zu und machte sich wieder auf. Hernach wollte er sich wieder setzen, aber es rief abermals, »Ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, dass du ruhst. Willst du gleich weiter?« Und so oft er stillstand, rief es, und da musste er fort, bis er endlich stöhnend und außer Atem den Korb mit dem Gold und den beiden Mädchen in ihrer Eltern Haus brachte. Daheim aber ordnete die Braut das Hochzeitsfest an und ließ die Freunde des Hexenmeisters dazu einladen. Dann nahm sie einen Totenkopf mit, grinsenden Zähnen, setzte ihm einen Schmuck auf und einen Blumenkranz, trug ihn oben vors Bodenloch und ließ ihn da hinausschauen. Als alles bereit war, steckte sie sich in ein Fass mit Honig, schnitt das Bett auf und wälzte sich darin, dass sie aussah wie ein wunderlicher Vogel und kein Mensch sie erkennen konnte. Jetzt wird's aber sehr eigenartig. Ja, sehr seltsam. Mal gucken, was sie plant. Da ging sie zum Haus hinaus und unterwegs begegnete ihr ein Teil der Hochzeitsgäste, die fragten, »Du Fitchers Vogel, wo kommst du her?« »Ich komme von Fitze Fitchers Hause her.« »Was macht denn da die junge Braut?« »Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und guckt zum Bodenloch heraus.« Endlich begegnete ihr der Bräutigam, der langsam zurückwanderte. Er fragte wie die anderen, »Du Fitchers Vogel, wo kommst du her?« »Ich komme von Fitze Fitchers Haufe her.« »Was macht denn da meine junge Braut?« »Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und guckt zum Bodenloch heraus.« Der Bräutigam schaute hinauf und sah den geputzten Totenkopf.
Da meinte er, es wäre seine Braut und nickte ihr zu und grüßte sie freundlich. Wie er oben samt seinen Gästen ins Haus gegangen war, da langten die Brüder und Verwandte der Braut an, die zu ihrer Rettung gesendet waren. Sie schlossen alle Türen des Hauses zu, dass niemand entfliehen konnte, und steckten es an, also dass der Hexenmeister mitsamt seinem Gesindel verbrennen musste. Ist das jetzt das Ende? Das ist das Ende. Das ist aber sehr komisch. Das ist eine komische Wendung genommen. Naja, aber er war ja ein böser Hexenmeister. Und das Gute hat in diesem Fall gesiegt. Warum sie die Schwestern zusammenpuzzeln konnte, vielleicht ist Magie in diesem Haus. Ich weiß es nicht. Aber ist ja schön, dass es so war. Hätte aber auch noch die anderen Mädels zusammenpuzzeln können, wenn sie schon mal dabei war. Aber die kannte sie nicht. Da wusste sie nicht mehr. Wahrscheinlich waren die auch schon ein bisschen älter da. Also die lagen schon ein bisschen länger da. Das war, glaube ich, nicht mehr so schön. Von einem Mann, der vorgab, arm zu sein, um Böses zu tun, zu einem Mann, der arm war und der ganz ohne es zu wissen einen Pakt mit dem Bösen schließt, geht's hier bei Der Herr Gevatter. Abonniert den Kanal, um kein Märchen mehr zu verpassen. Mehr Märchen bei Märchenmärchen.